So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben es bald geschafft. Bald sind wir durch. Bald sind wir fertig mit den Nerven. Hallo. Hallo, Adi, Schatz. Ach, Adi. Schmeckt's? Ein Däumchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, wir wollen euch wieder den Bier-Advents-Kalender zeigen und natürlich gibt es auch den Adi seinen Adventskalender in alter Frische und Tradition. So, wir haben hier die Nummer 20 heute. Heute ist der 19. Das heißt, ich muss die Nummer 20 aufmachen, Adi. Es ist immer dasselbe drin. Ich weiß, der Blick, wenn Blicke töten könnten. Ja, wir machen mal die Nummer 20 auf. Seht ihr die Begeisterung in Adis Gesicht? Oh mein Gott, er hat genauso viel Bock wie ich. Das ist die Nummer 20, Adi. Das machen wir jetzt auf. Jetzt hat er extra seinen Fuß da hoch. Oh. Ich glaube, da steckt noch Leben drin. Adi, Moment. Sie sind ja wieder sehr übereifrig hier, Monsieur Katze. Einmal hier für den kleinen Schlingel. Das schmeckt mir, würde er sagen, wenn er reden würde. Aber ihr wisst, ein Gentle Katz genießt und schweigt. Den Rest kriegt er wieder in sein Waschbecken rein. Und wir heben uns schon wieder ein kaputt, denn wir... Oh, man denkt wirklich, der wird leichter. Von Tag zu Tag müsste der Kalender leichter werden, weil ja weniger drin ist. Aber von Tag zu Tag habt ihr viel mehr Rücken. Das heißt, von Tag zu Tag wird es schwerer, den Kalender anzuheben. Wir haben heute das Türchen Nummer 20. Das sieht auch nicht jugendlich spritzig erfrischend aus. Wir ziehen es trotzdem mal raus. Heben das mal hier rüber. Schieben das mal hier weg. Und Adi, ob das passt, ich weiß es nicht. Ich habe gesehen, in einem der letzten Videos ist er extra auf den Kalender gestiegen und rumbalanciert. Hier steht jetzt, ach, ein Stördebäcker. Stördebäcker, Braumanufaktur, Stördebäcker. Ein Stördebäcker Bier mit einem Stördebäcker Deckel, mit einem Stördebäcker Schiff. In der Stördebäcker Schrift. Kennt man ja, dann weiß man ja schon, was auf einen zukommt, wenn man es rumdreht. Pilsener Bier steht hier oben, 4,9%. Und hier habt ihr ganz typisch wieder das Stördebäcker Etikett, das Schiff drauf hin und her. Wir waren ja damals selber mal bei den Stördebäcker Festspielen. Das war sehr lustig. Und seitdem schickt mir jeder immer mal so Stördebäcker-Bier und sagt, kennst du das? Und nicht immer, oh ja, das kenne ich. Jetzt ist das sogar in dem Kalender drin. Also, es verfolgt mich irgendwie. Ist das jetzt was Besonderes? Pilsner Bier, untergärig, norddeutsches Pilz mit Stammwürze, 11,3%, Genuss bei 10 Grad, 4,9% voll. Select, Perle, Tradition und Opal lassen den Duft nach Aprikose und die würzige Herbe entstehen. Ein Aprikosenduft bei einem normalen Pilsner Bier. Gehaltvoll herb. Was geben wir jetzt für das Etikett? Das ist halt wieder so ein papieriges Etikett, so richtig. Papierig sieht das aus, es sieht ja sehr chillig aus, sieht aus halt wie in der Seefahrt, ist alles ein bisschen hier diese Fahne, die da oben drauf ist, das ist alles sehr schön gemacht, hier, dass dieser Unterboden noch da ist, der blau leuchtet, dass das alles so immer einheitlich angeordnet ist. Ist für mich jetzt aber trotzdem nicht so extrem ansprechend, ist mir schon wieder alles ein bisschen zu edel, ein bisschen zu keine Ahnung was. Es ist halt Stördebäcker. Man kann nicht sagen, dass das doof aussieht, aber es reißt mich auch nicht vom Sockel. Ich würde beim Etikett, glaube ich, jetzt auch nur 3 Punkte geben. 3 von 5. Oha, auf den Kopf. Aber der lässt sich wenigstens gut öffnen. Kommen wir mal zur Farbe. Farbe und Schaum. Das Wir schenken ein Prinzip. Guckt euch das an.
Da steht jetzt nichts von trüb, da steht nichts von Spülmittel. Das müsste eigentlich also eine gute Farbe haben. Klar und deutlich sein. Es ist auch nicht zu hell, das sieht gut aus. Ist ja kein helles, aber manch anderes war auch kein helles und war hell. Also die Farbe, oh, die Farbe, guckt euch die Farbe an. Die Farbe hat auf jeden Fall, ihr könnt durchgucken, es ist klar, es ist nicht zu ausgewaschen, es ist ein eher kräftiges, eher goldiges, farbliches Exemplar, was wir hier vorgefunden haben. Es sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Würde man da eine 5 geben sogar? Ich glaube, für eine 5 müsste es vielleicht sogar noch ein bisschen kräftiger sein, obwohl, komm, wenn ich mir das so betrachte, es sieht schon köstlich aus. Es ist so klar, klarer geht's nicht, klarer Zetkin. Also 5 Punkte für Farbe, komm, wir sind heute großzügig. 5 für Farbe, kommen wir zum Geruch. Es riecht nach Bier, aber es riecht auch gleichzeitig süß. Also wirklich wahrscheinlich, so wie es draufsteht hier, dieser Duft nach Aprikose. Es hat also einen sehr süßlich-lieblichen Geruch. Riecht auf jeden Fall vernünftig. Riecht gut, macht Bock auf mehr. Riecht nicht nur süß, sondern es ist auch irgendwo das Bierige zu spüren. Würde ich auch für den Geruch 5 Punkte geben, einfach. 5 für die Farb, 5 für den Geruch, 5 für den Geschmack. Dann scheitert es nur am Etikett. Ich bin gespannt. Problem ist, ich schmecke momentan schon wieder gar nichts. Hab mir heute hier eine halbe Tonne von dem Mundwasser reingekippt, weil ich gestern Karls Erdbeer-Apfelsaft probiert habe. Und der war so säuerlich, so extrem. Ich habe danach mir den ganzen Abend die Fresse wehgetan, weil das so extrem, diese Apfelsäure, mich angegriffen hat. Jetzt habe ich gedacht, komm, sprudelst du mal aus, jetzt ist alles betäubt. Aber egal, wir probieren das, wenn das trotzdem ein bisschen schmeckt und eine 4 wäre, gebe ich trotzdem eine 5, weil es den Karls-Test bestanden hat. Erstmal hier. Schmeckt gerade nach Eisen. Wie wenn du irgendwo eine Blutlache findest und schlürfst die aus und sagst, es schmeckt nach Eisen. Jetzt müsste man, ich glaube, mal ein bisschen mehr trinken, denn beim eigentlichen Trinken habe ich das nicht so gemerkt. Da war das eigentlich gut trinkbar. Also sehr süffig oder wie auch immer man sagt. Nur beim Absetzen dann kam da so eine herbe Wolke entgegen. Also ich glaube, der Nachgeschmack haut voll rein, aber das eigentliche Trinken ist was Feines. Also, trinken kein Problem. Beim Trinken wunderbar. Trinken super Sache. Wenn ich jetzt getrunken hätte, nach dem Absetzen wäre das genauso gewesen. Hätte ich wahrscheinlich sogar 5 Punkte gegeben, weil es passt. Problem ist, ich setze ab und plötzlich habe ich wieder, es hängt alles auf der Zunge, es ist so richtig herb, so richtig bitter, so richtig unangenehm. Und eigentlich, wenn das jetzt, wenn das durch das Mundwasser käme oder irgendwas, dann müsste das ja beim Trinken schon eklig sein. Aber es kommt nur vom Nachgeschmack, beim Absetzen. Das heißt, wenn beides eklig wäre, hätte man auch eine 0, eine 1 geben können, was weiß ich. Es ist jetzt, der Nachgeschmack passt mir leider nicht so, würde für mich also auch nicht für eine 3 reichen, würde eine 2 geben, weil man es trotzdem gut trinken kann, aber der Nachgeschmack ist trotzdem von der 3 runterzieht. Da habe ich schon Besseres erlebt. Also 2 bei Geschmack. Trotzdem hauen wir jetzt den Rest weg. Adi ist schon wieder hier am Rumpfuchteln. Adi hopp. Oder auch nicht. Das war's von meiner Seite aus. Noch 4 Türchen. 21, 22, 23, 24. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.
Oh, und der Schaum, der drückt sich auch durch. Also trinken wunderbar, absetzen, oh mein Gott. 2 Punkte, ciao.